Hallo? Hallo? Anyone here? Ach, hi, hallo, wieso, was ist denn passiert? Hi, du hast Hallo gesagt, ja und? Oh, Moment. Hoch. Muss man ganz kurz die Perspektive. Nein. Die Perspektive ändern. Upsi. So. Hi. Ich war heute in einem anderen Tab. Okay. Und denn heute da heute Eltenring PvP? Jupp, yay, hallo, yippie. Okay, wollen wir noch ein bisschen warten oder fangen wir direkt gleich mal an? Wir könnten die Wartezeit nutzen und im Spiel reden. Das könnte ich mal machen. Ich habe Zeug zu zeigen. Fang an. Okay. Beziehungsweise kannst du dir ja unendlich viele Schmiedestellen 1 und 2 holen. Echt? Oh, okay, wo denn? Aus der Mine natürlich. Ich habe so viele Minen mittlerweile gefunden, ich weiß nicht, welche du meinst. So. Das Bild ist da. Hurra. So, anmelden, jawohl. Ja, da. So. Ah, yay. Ja, übrigens, ich habe eine Rüstung gerade eben bekommen. Aus Gründen der, keine Ahnung, aus Gründen des Pausenbrotes wegen, vermutlich, keine Ahnung. Es gab einen kleinen Unfall. Ich sag's mal so. Ja. So, aber aus welcher Mine? Und wie hoch ist die Dingschance? Übrigens, ich habe die automatische Kamera Korrektur ausgemacht. Und ein bisschen offline weitergespielt. Ich sehe, du hast das Albinaurix-Dorf sofort gefunden. Ja, mehr oder weniger.
Plötzlich. War doch ganz dunkel. Oh, ich habe mit der Frau noch, mit dem Mädel noch nicht gesprochen. Guten Deutsch. Ich musste danach googeln, nachdem ich versucht hatte, mit Nephelis Köstin weiterzumachen, nach ca. 100 Stunden. Echt? Nefeli? Wer ist Nefeli? Ach so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, hab ich vergessen. Upsi, dupsi. Upsi, tralala. Oh, da ist er. Entschuldigung. Habe ich ja noch auf stumm geschalten gehabt wegen dem Pausenbildschirm. Nephelilux, die Kriege. Die, ja, die habe ich auch noch mal getroffen. Ja, die. Die ist ganz cool. Meine Güte, was bist denn du jetzt? Ach so, ich war ein Geist, oder? Jo. Okay. Übrigens, ein paar Nachrichten so am Rande. Ich habe mich dazu entschlossen, ein bisschen rum zu experimentieren und ein paar interessante Momente aus Elden Ring direkt aufzunehmen und dann hochzustellen. So zum Beispiel Bosskämpfe. Und die Folgen, also das Durchgespiele in Elden Ring habe ich vor, nicht mehr aufzunehmen. Wenn, dann lasse ich das im Stream, mache daraus keine extra Folge. Erstmal. Und genau. Weiter werde ich offline spielen. Sollte ich was Interessantes finden, werde ich es aufnehmen und hochladen. Also finden im Sinne von, wie schon gesagt, Boss oder spezielle Gegner. Achso, ja. Flaschen verstärken kann ich, aber das bringt mir noch nichts. Ich möchte halt die heilige Träne noch behalten oder was das war. Die Flasche hält mehr als genug, ich sag's mal so.
lass mich doch Tränen in den Taschen halten. Flaschen verstärken bringt dir nichts. Doch, doch, Flaschen verstärken bringt mir was. Nur wenn ich... Oh, doch. Die Flaschen heilen mehr als genug. Mehr als ich, glaube ich, Leben habe. Ich lass das erstmal mit dem Aufleveln, okay? Mit dem Verstärken meine ich. Anyway. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Am Ende des Streams oder danach habe ich vor, auf Twitter eine kleine Umfrage zu machen. Mit Thema auf, was ich für eine Passivmusik, naja, mir zulegen soll. Copyright-frei, wenn es geht. Und vielleicht sehr kostengünstig. Ich habe vor, eine Umfrage zu machen, was ich für eine Art Helm tragen muss, während ich Elden Ring streame. Oh, weil zurzeit trage ich hier den Hut, aber Elden Ring-mäßig klappt das nicht wirklich. Oder ich könnte auch eine Kapuze tragen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr einen Helm kennt, der zu Elden Ring passen würde, der copyright-frei und sehr kostengünstig online zu finden ist, zum Beispiel als Blender-Datei von irgendeiner, vom Blender-Forum oder keine Ahnung. Helm oder Kapuze, je nachdem. Also wenn ihr was habt, was ich anziehen soll, was ich dann trage, während ich Elden Ring spiele, sagt mir dann, das geht dann gar nicht. Anyway. Nee, Moment, ich bin noch nicht fertig. Wie soll ich dann da eine Umfrage machen? Geh zu Mine in Ionia. Oh. Okay. Gut. Okay. Was wollte ich noch sagen? Oder wenn ihr selber Vorschläge habt, wie ich meinen Helm modellieren soll, malt mir, keine Ahnung, Bilderchen oder zeigt mir Screenshots und nachdem werde ich dann so einigermaßen No-Poly-mäßig mich beim Modellieren dann orientieren. Auch was die Farbverhältnisse betrifft. Aber nichts viel zu Komplexes, okay? Es soll bitte einfach sein. Wenn ich es selber modellieren soll, eigentlich. Also je nachdem, was ihr sehen wollt. Okay, jetzt... Gut, ich hab... Was ist mit der Maus? Okay. Ich hab hier eine tolle Rüstung. Die ist aber sehr schwer. Ich kann vielleicht nur ein Schwert gerade mal tragen. Oder? Jo. Ich kann gerade mal ein Schwert tragen. Was ich... Obwohl, ich könnte zwei... Oder ich nehme die Claymore. Ich könnte mal zur Abwechslung mit einer Claymore auch laufen. Okay, zur Mine dann. PvP, wie ich das dann mache, das sehen wir dann. Okay, das ist eine Maus. Ein Moment, die Maus hackt ein bisschen rum. Also spinnt ein bisschen rum. So. Ist die Maus jetzt besser? Jawohl, okay. Eine Mine. Das Einzige, was ich als Mine denken würde, ist das hier, dieses Loch. Aber zu der Seite muss ich erstmal noch hin. Weil hier oben auf der Hälfte war ich noch nicht. Im Großen und Ganzen. Okay, was für eine mit was ich dann PvP mache, das sehen wir uns dann an. Okay, erstmal weiter mit dem. Kannst du doch dahin reiten. Ja, ich weiß. Und, ja, ich weiß.
So, was wollte ich? Europäisch, Waffen, genau, das kommt dann. In meinem Haus. Genau. Nein, hoch, oh. Okay, nicht der Achtung. Regeneriert bei niedrigem LP langsamere LP. Aber bis zu welchem Maß? Ach ja. Teleport. Und dahin. Oder? Ja. Wie ist die Stream-Qualität? Ist da alles ordentlich? Mann. Leithändig-Nebel? Dankeschön. Habe ich sie ausgedacht? Hoch. Ach Mann. Okay. Ja, da wollte ich ja auch noch hin. Na gut, das kommt dann. Da muss ich. Was geht denn da ab? Notieren, wenn ich viele finde. War ich ja schon. War das der, der nach oben führt? Ich war ja schon. Jo. Na gut, wenn ich schon mal hier bin. Gifteffekt wirklich wie eine verwesende Leiche. Gut, dann abfliegende Luftballon. Nein. Okay. Oh. Ah ja, diese General Grievous. Oh, ich habe keine Wurfwaffe. Springen klappt nicht.
Okay. Hier ist so ein laufendes Schloss. Sollte ich mir mal notieren. Okay, da ist so ein Zarentyp. Hier wohl muss ich, muss aber genau dahin. Er hat eine breite Klinge, das sieht nervig aus. Wie ist diesen denn? Gut, ich muss wohl die kleine Armee dort aufschalten, okay. Was wird's? Du dann von aus Oyodozei. Hey, hier viel Map. Oh. Oh. Jo. We are here. Zersetzter und insgesamt absolut unscheinbarer Kristall. Ah, hier sind Kristalltunnel. Okay. Wo ist der Gnadenfuchs? Kristalltunnel von Raya Lucaria, da ist er ja. Nice. Viele Schmiedesteine, aber noch sind die nicht unbegrenzt, glaube ich. Keine Ahnung, hier war ich noch nicht. Oh, Loot. Kann ich eigentlich... Nein, das wäre eine große Last. Okay. Dann eben nicht. Die Höhe kommt mir bekannt vor. Jo, was haben denn die dort? Oha. Oha, was sind das hier für Schweißer ersten Grades? Oh, oh, oha. Och, du Heilige. Eigentlich wollte ich PvP machen, aber gut. Da sollte ich vielleicht den Streamnamen ändern. Was zur Hölle war das geworden?
habe ich den verfehlt? Wow. Schuldrig, Junge. Komm, ich will dich in den Rücken stechen. Dir in den Rücken stechen. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Dunkelschmiedestein? Oh, wow. Okay. Oh, Schmiedestein. Wow. Ich will auch so einen Speer. Du, nein, was machst denn du? Warum machst du? Eines. Meine Güte. Oh, ist das unnötig, Himmel. Die Wände sehen so schön aus. Ach du meine Güte, ey. Schreck mich doch nicht so. Ihr Freund oder Feind, ihr seid Feind, alles klar. Au, au, au. Wer war das?
Mikroskop noch alles war. Au! Okay, das ist ja ganz cool. Ein Moment, das ist ganz wichtig. Und hier ist eine Menge Blutpfützen. Ich frage mich nur warum. Okay. Wohin geht's da lang? Jetzt geht's da. Den schicke ich wieder hoch, damit ich, falls ich verrecken kann, schneller wieder runterkomme.
zwei Zauberer, okay. So, nein, nicht so einer. Och nö. Okay, das ging doch besser als gedacht, okay. Oh, diese gibt's hier also auch. Alles klar. Bogenschütze. Kommt da auch ran?
was? Ich glaub's ja nicht. Warum habe ich Block gedrückt? Warum habe ich Block gedrückt? Och nö. Warum habe ich Blocken gedrückt? Warum sprintest du nicht schnell? Wenn du geduckt bist, meine ich. Also, keine Ahnung, vielleicht kam es dir auch nur so vor. Och nö. Ey, läuft echt blöd bei mir heute. Ja, aber auch nur während des Streams irgendwie. Den Fahrstuhl nehme ich nicht, da sind nämlich alle oben bei Zauberer. Ach ja. Gräberstab. Oh. Ah. Verstärkte Steingräberzauberei. Okay, ein starker Zauberer, die Schimmersteine in Kristalltunneln abbauen. Obwohl ein Werkzeug seine Spitze mit einem Schimmerstein besetzt. Verstärkt Steingräber vorbereiten. Okay. Ach ja. Oh Mann. Hochgebracht. Mann. Nein, 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 das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, was ist denn los, wenn ich streame? Ah, Schmerz. Ah. Das kann ich ja selber nicht mal anschauen. Oh mein Gott. Alter. Ah.
Alter, schreck mich doch nicht so an. Geronimo. Ach ja, ich habe hier ganz gewusst. Marionettensoldatenhelm. Ein zylindrischer Metallplattenhelm mit Gitter wird von Marionettensoldaten getragen, die den Schimmerstern vor Quarantäne. Der Helm ist erstaunlich primitiv gefertigt. Eine Puppe. Für eine Puppe jedoch zählt nur eins, dass er nicht bricht. Ja. Okay. Ich sehe aus wie so ein Feuerständer.
Okay, Plemo. Pass. Ist das ein Zauberer? Zwei Zauberer. Okay. Ich hab doch nach oben geschaut, da war ein Trainer da. Oh. Ich nehme eine etwas schnellere Waffe. Ich nehme zwei etwas schnellere Waffen. Ich sollte vielleicht ausprobieren, wie gut das klappt. Alles klar. Und vielleicht folgendes. Oh.
Kristallmesser. Ein Messer aus einem geschärften, harten Kristall, die typische Waffe der Schimmersteinschürfer. In diesem Werkzeug wird Schimmersteine aus Felsbrocken gebrochen, daher auch die schwache magische Aura der Krieger. Okay. Okay.
Den Stab des Taubenden mit Magie und rammt ihn dann in den Boden, um eine gewaltige magische Schockwelle zu erzeugen. Ihr könnt einen weiteren Angriff nachsetzen. Eine Steingräberzauberei, die von dem Werkarbeiter dem Schimmersteintunnel eingesetzt wurde. Ah, das Ding. An der Akademie galt die Anwendung dieser Zauberei als Stigma, das gescheiterte Schüler kennzeichnete. Okay. Alles klar. Weg. Hallo, ich bin gerade beim Boss angekommen. Gut, aber bevor ich den mache, schaue ich mir nochmal an, was bei den ganzen Fahrstühlen eigentlich ist. Ob da eigentlich schon was liegt oder so. Nee. Nicht weiter, oder? No. Und das wäre das. Dann fehlt noch der Fahrstuhl am Anfang. Ali hopp. Ist schon hüpft. So. War das hier oder war das oben? Ich hab
vergessen. Also nach dem Boss am Anfang. Naja. Stimmt ja. Ich schau mich trotzdem nochmal um. Ach ja, ne, oder? Das wäre ein. Ja, wohl. Stimmt, wenn der Fahrstuhl eigentlich der letzte ist, ja gut. Ja, kann ich auch erst den Boss machen eigentlich. Wieder sinnvoller. Was diesmal der Boss ist. Ist das ein Troll? Ist das ein Koloss? Ist das ein Halbmensch? Ah, oh, Halbmenschen-Boss. In dem Grab, wo wir da die zwei Halbmenschen als Bosse hatten, in der Höhle, ist eine Typchen, den man heraufbeschwören konnte. Wer war das nochmal? Irgend so ein alter Ritter. Trifft man den eigentlich noch irgendwo? So. Alien? Ist denn eine Statue von Marika? Nicht, dass ich sehe. Hallo, ich will nicht den ganzen Weg dann wieder zurücklaufen. Was für Waffen nehme ich? Ach mein, was mache ich denn? Wo ist die Maus? Die Tastatur. Und nur eine Klebo. Großschrift, nur ein Großschrift. Oh. Genau, jetzt haben wir mittlere Last. Na, mal gucken. Ich trinke vielleicht einen Trank. Die Wurfmesser mache ich mal weg. Die werden nur spüren. Jawohl. Jo, na, mal gucken. Wen haben wir diesmal? Was ist denn das jetzt? Ah, das ist doch ein... Das ist ein Beyblade. Kristallianer? Nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Okay, das ist nicht so schlau gewesen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, nein. Hör auf. Wird das nämlich so toll? Nee, oder? Nee, das ist einfach noch goldglühender Boden, oder?
Achtung, Schatztor. Und wo bin ich gekommen? Von hier, oder? Jo. Ich schau mal nach links. Da war ja die Kriegsasche, die ich hatte. Ist ja praktisch. Oh, warum kann ich das nicht nehmen? Oh. Hier ist gar keine Schatztruhe. Na gut, da war nicht so schwach, da hat schon heftigen Schaden gemacht. Ist das ein Joke? Ich glaube, da bin ich noch veräppelt, oder? Hier ist gar keine Schatztruhe. Nope. Okay, was haben wir bekommen? Irgend so eine Klangperle. Ach ja, ich habe übrigens eine Glocke gefunden. Ah ja, nein, aber nicht die Glocke. Ich habe eine andere Glocke gefunden. Wo ist die nochmal? Hier, ich habe eine Glocke gefunden. Eine gespensterrufende Glocke. Und ich habe beide Teile. Da. Gebt dies Zwillingsjungs an. Zwillingsjungs erhöhen für neue Objekte. Ah, ja. Schmiede. Oh. Oh, I see. Hm? Was? Weiter? Ja. Ich habe weitere Beteiligungs. Das doch mal hier. Ja, bei den Medaillons. Warte. Oh, kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Dektus zu benutzen? Von wo? Oh ja, das sind zwei verschiedene Hälften. Oh lol. Große. Ah, dazu gibt es verborgenen Teil, einen verborgenen Pfadgewehr. Das Altum-Plantillon mit Vioren, ja. Und dann wollte dieses geheime Medaillon für seinen Träger das Land von der Quelle des Heiligbaum, Hallischbaum. Oh! Ah, okay. Cool. Da waren die. Ah, ja. So, wo sind die? Da? Ja, unendliche. Ja, geil. Gut, welche Waffe sollte ich verstärken? Also schaut mal, ich habe folgendes Arsenal. Was sollte ich verstärken?
Meine zwei Kunstschwerter. Oh, der vielleicht die Keule. Jo, mit was soll ich Invasionen machen? Okay, eins nach dem anderen. Mit welcher Waffe soll ich verstärken? Kumschotter. Alles klar. Und nächste Frage. Mit welchen Waffen soll ich meine ersten drei Invasionen machen? Für Varé. Mit der Keule? Oder lieber mit einer langen Pike? So sagt mir das doch. Moment, ich mach mal kurz das Licht an. Krummschwerter Speere, okay. Einen Moment. Da bin ich wieder. Ah, mein Gesicht funktioniert wieder. Hurra. Ist die Perspektive noch in Ordnung? Jo. Gut. So, Krummschwerter, Speere. Mit Speere meinst du die Pike, oder? Rike. Oder egal welchen Speer. Ich kann auch Dual-Wielding machen mit zwei Spielern. Okay, erstmal, ihr könnt ja schon mal weiterschreiben. Ich upgrade erstmal, beziehungsweise kaufe Steine. It's all out, you're up. Okay, dann erstmal den Speer, genau. Die Pike, oder? Oder welchen Speer soll ich nehmen? Der längste Speer, aber ich weiß nicht, ob das auch die Waffe mit der größten Reichweite ist. Nein, Mann. Ich weiß die größte Reichweite aller Nahkampfwaffen auf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder?
Okay. Yay. Nummer 7. Wow. Voll cool. Oh, ich könnte noch den Zweihänder upgraden. Genau, den habe ich nämlich plus 4. Oh, das wird teuer. Nein, ich habe hier keine Ruhe. Ungefähr 230. 235. Die da löst Blutverlust aus 63. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo. Okay, okay, nicht schlecht. Oh mein Gott. 63 Blutverlust. Oha! Oha! Das ist ja voll übertrieben. Kriegsraschen, genau. Nein, ich kriege ihn. Ach, geht das nicht? Ah, stimmt, das ging nicht. Das ging mit der Claymore. Blutverlust 96, genau. Ja. 63, Alter, das ist so übertrieben. Boah, gut. Mache ich das? Ich weiß nicht. Soll ich die Keule benutzen? Einfach so just for fun? Oder nee, doch. Nee, oder? Ich weiß nicht. So. Pick oder Kruchschwerter, was kommt zuerst? Einfach folgendes, weil ich würde gerne in dieser Rüstung invasieren. Erhöht muss man das Ausrüstungsgewicht, genau. Das hier würde aber auch reichen. Ich mach mal das hier. Oh, ja, jetzt kann ich den Kruppenschalter tragen. Und der... Ich mach die Pickel zuerst. Alter, ich sieh so böse aus. Oh je. Oh mein Gott.
Ah ja, das geht ja hier nicht. Nee. So gibt's. Achtung. Was war denn das? So, war das die Sense? Boah, ich dachte, es ist gerade jemand hochgesprungen. Wisst ihr, was ich dieses Mal zuerst die picke? Wenn es euch recht ist. So, und folgende Frage. Ach ja, ich kann ja jetzt. Wo bin denn eigentlich? Wie bin denn ich das Mimo? Okay. So, picke. PvP. PvP. So. So. Yes. Gut. Frage wegen den bösen, bösen, blutigen Grubfingern. Um zum Beispiel in Limgrave zu invasieren, muss ich in Limgrave diesen Finger einsetzen? Oder werde ich irgendwohin random rein teleportiert? Weil ich würde gerne in dem Grave einfallen. Wenn das okay ist. Weil ich hab überhaupt gar keine PvP-Erfahrung, außer. Ja. Okay. Okay, also ich habe gar keine PvP-Erfahrung, außer hier. Als ich selber invasiert wurde. Aber da war ich auch nicht alleine. Auch stimmt. Alleine gegen viele. Ah, das ist ungewohnt. Das wird ungewohnt. Hello, viewer number 3. Welcome to my stream. Oder hallo, wie geht's denn so? Hallo. Wenn du eher deutsch bist, dann okay. Gut. Weiß nicht, ob du da jemanden findest mit deinem Waffenlevel. Ach, verflixt. Kann ich da Waffenlevel runtergebufft werden? Mann, warum habe ich denn dann das Zeug hier geupgradet? Okay, da habe ich gerade einen Geist fliegen gesehen. Gut, so, ja, viel mal Angst, dass du auf Meta-Tryhards triffst. Das sagst du mir jetzt erst. Okay. Ich weiß, ich muss dreimal invasieren. Aber mach einfach mal, okay. Muss ich dreimal gewinnen? Muss ich dreimal gewinnen? Okay, cool, nice. Dann würde ich sagen, nur dreimal invasieren. Okay, cool. Ich kann auch dann wieder rausgehen, oder? Wie komme ich denn wieder raus? Nein. 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 Okay. Abschneiden. Finger abtrümmern?
Habe ich nichts vergessen? Was habe ich? Ich hoffe, die Tränke reichen. Na dann, toi toi toi. Und Aufnahme starten. Das wäre, glaube ich, interessant für YouTube. Damit ich ein paar Viewer bekomme. YouTube, Elden Ring PvP zum ersten Mal. Toi, toi, toi. Gutes Gelingen. Nicht, dass ich dann gegen drei gleichzeitig antreten muss. So. Ach man, ich muss auf Toilette. Das ging ja schnell. Oh Gott. Ah, ich bin aufgeregt. Wünscht mir Glück. Bin ich schon drin? Ah. Okay. Wie lange dauert das denn noch? Das ist schon das dritte Mal. Oder lädt der Vorgang immer so lange? Unterschiedlich, okay. Was ist das für ein Effekt? Oh. Warum habe ich einen goldenen Federtierfuß bekommen? Wurde ich geheiligt oder was? Oder hat das was mit dem Funken zu tun? Ist das so ein Event? Wenn der Baum Blätter fallen lässt? Dass man dann mehr Rune bekommt? Oh, das ist ja interessant, okay. Jupp. Oh, das ist ja cool. Ich weiß nicht, was aber die Blüten machen was. Ja, ich glaube, das ist der heilige Segen des Erdenbaums oder so. Wenn ich dann hier so stehen bleiben muss, werde ich mir vor mir selber noch gruseln. Oh, war das so hier? Achso, nein, das war andere Seite. Das war so hier. Zwei Minuten kämpfen. Ui, ui, ui. Krösus versuchen. Freund suchen. Hm?
gesagt hast. Lionia bemordet. Ach so, das Schloss meinst du. Ich könnte da mal vorbeischauen. Da weiß ich nicht, wo genau. Aufzug von Schloss Morne? Nein. Hinter dem Schloss? Ich weiß nicht. Neben dem Alkerl? Nee. Hier vielleicht? Kragengrab? Und da muss er ja erstmal den Boss besiegt haben. Ich gehe mal vielleicht da hin. Da ist das so eine schöne Fläche. So, ich hoffe, ich verliere den Finger jetzt nicht. So. Nein, ich habe den Finger verloren. Ah, nein, den habe ich wieder bekommen. Okay. Oh, gut zu wissen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ich könnte ja mal vielleicht mir blutstillende Boni einlegen. Habe ich überhaupt? Ja, ich habe zwei. So. Okay. Ja, wenn keine PvP-Ding-Sache läuft. Na gut, was machen wir dann diesen Stream? Oh, oh warte mal, habe ich? ROB Speedrun beginnt, was? Ach, Lionia, ja, okay. Genau hier. Sollte ich mal vielleicht nutzen. Okay, Lionia. Was bedeutet ROB? Lionia. Wo genau? Hier bei Patches? Die Abkürzung einer Kälzerwaffe. Rod of Bleeding oder was? Okay. Es sieht so gruselig aus, oh Mann. Ja, doch im Sumpf. Gut. Versuch Nummer 3. Jo. Ich meine, online bin ich. Ich sehe hier ja Geister und Schriften auf dem Boden. Dass ich wirklich 15 Minuten warte. Ich will doch so guten Content machen. Ach, man liegt das echt erst am Waffenlevel? Ich hoffe nicht. War das blöd, was ich gemacht habe? Gibt es noch eine Pickel irgendwo zu kaufen?
Und sonst so, wie war euer Tag oder so? Übrigens, ich habe in der Rosenkirche irgendeinen Dude gefunden, der aus dem, ich sag mal, Rosenwasser hervorgekrochen kam. Mit Blutungsfähigkeiten und einem, keine Ahnung, Dolch, einem Rapier, keine Ahnung, was das da für eine kurze Klinge war. Und der hat Messer geworfen und so. Was war der Level nochmal? Ich bin 49, glaube ich. Ja, ich bin Stufe 49. Wieso? Wolltest du den Level wissen? Ich hab nachgeguckt, welches Gebiet deinem Level entspricht. Ach so. Okay, das gibt's also auch. Level Matchmaking gab Level Matchmaking gab's schon immer. Sich die Spieler abgesprochen, dass das Gebiet oder andere Gebiete für das jeweilige Level sind? Schöne Aussicht, irgendwie. Weil die Spieler in dem und dem Level Waffen-Upgrade in dem und dem Gebiet waren.
Und welches Gebiet entspricht nun meinem Level? Also, du solltest in Süd Lyonia Raya Lucaria Akademie probieren. Okay. Ich vermute mal, das heißt hier oder hier. Probieren wir mal hier. Kann auch sein, dass heute Reinshof etwas in einer anderen Welt läuft. Oh, hat's funktioniert? Hat's funktioniert? Ja, oh. Ah, okay, ich hoffe, das wird ein fairer Fight. Also ich hoffe, dass ich nicht zu OP bin und die Gruppe Rüdiger Phantomfinger. Wie sieht Deus Vult? Oh, Kacke. Ah, da hinten. Oh Kacke, ich hab Deus Vult. Hey! Okay, auf jeden Fall. Okay. Das ist schon mal. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, nice! GG! Nochmal den Eldenring. Oh Gott, die sieht so vollständig aus. Ja, nice! Hey, viel Spaß beim Suchen, hab ihn gefunden. Das scheint ganz cool zu sein. Okay. Das sind zwei, nein. Okay. Der hat eine Doppelklinge und auch einen Speer. Deus Vult! Ist der nackig? Oh nein, das ist nackig! Oh nein! Au! So, ich mach das Schaden. Ah.
Helfer Nummer 1. Okay. Habe ich übrigens. Da ist ein NPC, den der Host hätte töten können. Ach so. Ja. Ich weiß, wen du meinst. Der verkauft leckere Krabben-Dinger. Für 600. Eier könnte ich essen. Nee. So, nein, was? Ah, ich hab die Runen verloren. Och, das ist der. Oh Gott. Ach nö. Ich muss die Runen wieder aufsammeln. Okay. Okay, so. Test Nummer 2. Runde 2 meine ich. Invasion einer anderen Welt, das ging doch schnell. Sieht vor Leno Devka. Jetzt wird er wieder. Ich glaube, ich habe dort was gesehen. Kann ich mich krauschen oder sieht man mich? Ich meine, dort drüben was gesehen zu haben. Ich sehe da Fußschritte. Oh ja, ich kann Fußschritte sehen dort drüben. Dass er Schlumpf gegessen hat und sehr verdächtig. Ah, das kann sein. Ein Schirm, einmal Verteidigungsboost. Oder? Oh, oh Leute, das ist ja noch einer. Scheinbar haben wir eine Gruppe. Hey! 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 Okay, ich mach mal anständiges Zeug erstmal. So. Okay, fighten wir jetzt. Das ist ein Zauberer. Oh. Ist das nur einer? Ich meine, wer ist zuerst? Ich meine, ich war zuerst da. Also, sollte ich zuerst oder? Okay, dann scheinbar kämpfen die zuerst. Oder? Ich weiß, kämpfen die nur oder? Hey! Okay, dann nehmen halt wir beide. Oh. Okay. Dann eben nicht. Also warte mal, zählt das? Die zweite Runde. Zählt das auch? Aber jetzt disconnect, oder? Ja. Zählt das auch? Zur Erfüllung der Mission? Hauptsache, ich bin reingekommen, oder? Gesagt, du musst dreimal passieren. Also, okay, scheint reinkommen heißt erfolgreiche Invasion. Also, ist ein Missionsfortschritt, meine ich. Ah, ich sehe voll gruselig aus, so leicht menacing die. Oh. Hmm.
dieser Schrimps. Ich habe 4 oder so, und ich habe 3 habe ich gekauft, keine Ahnung. Drei habe ich genau. Wie gut erhöhen sie die Resistenz? Gekochtes Garnelenfleisch, ein jedes Stück saftigen Fleisch. Blablabla. Erhöht für eine kurze, für einige Zeit die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Dieses Fleisch sieht allerdings gut aus, als stamme es von einem Flusskrebs, aber das spielt keine Rolle. Köstlich ist es trotzdem. Ja, okay, cool. Ja! Oh. 15%. Okay. Die schon wieder. Meine Güte, das sperrt da, saugt aber echt Ausdauer. So, wo sind die Dinger? Da, dort drüben? Uff. Aber gut, okay, dann muss ich aber hier. Und da komme ich mal. Junge, wieso macht mein Speer so wenig Schaden? Ist das... Moment, 15% macht uns so eine Schadensresistenz. Okay. Aber immerhin. Mission complete. Okay. Hallo.
Ah, Tatsache. Oh, angenehm. Junge, hat der ein Beyblade? Okay, so, jetzt so zu Marie? Ich glaube, ja. Norden ist da, ich muss da hier, da ist die Spitze. Hello. Oh, Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? Soll ich annehmen? Kann ich noch andere Ritterlichkeiten annehmen? Die Schweizer dann auch noch annehmen später. Ist nicht ein Ritter von Kellis Hake geworden? Nein, tatsächlich nicht. Er wollte mich zu einem machen und dann dachte er, nee, mein Schloss ist dreckig. Ich muss einen Fürsten für das Land suchen oder irgendwie sowas, weil der eine Typ da, naja, nicht sonderlich, wie ist das Wort? Nicht kompetent, aber qualifiziert dafür war. Kann ich noch von ihm, bei ihm zum Ritter geschlagen werden, nachdem ich annehme? Ja, achso, okay, cool. Yes. Who would have it any other way? Für den Content. Take this. Uns des Fürsten des Blutes. For your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, oh, das weiß er nicht, okay. Anyone's maiden will do. Okay, er weiß davon nichts. The cloth is your final trial. Soak it with the blood of a maiden. The blood of anyone's maiden will do. You are maidenless, after all. The cloth, the blood of anyone. Okay. jetzt folgendes. Wo? Beziehungsweise,
Wo ist das Portal? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Nicht gefunden. Vier Glockenturm. Dieser Hügel. Der hier? Zwischen dem Baum und deiner Gnade. Hier irgendwo? Ein Hof. Ach so, meinst du das? Meinst du hier? Irgendwo? Ah, okay. Dann schaue ich mir mal diesen Hügel dort an. Das mache ich vielleicht später erstmal. Erstmal die Mission.
halt, ich muss den Weg folgen. Ich muss da durch. Nee. Ah, okay. Hallo. Oh, los. Au. Mann. Oh. Ach, Mann. Ich hab das jetzt doch nicht gefunden. Ah. Oh, rote Quallen. Wie unauffällig. Ah, mein Ohr juckt. Ahahaha. Oh. Werde ich verfolgt? Ja, so ist es. Ah, hallo. Gut, danke schön. Reicht. Hab euch nichts getan. Hey. Oh! Yippie! Okay, das sieht sehr gleich aus. Das ist ja fast schon irritierend. Ja, viele Geister am Tag. Oder ist schon Nacht? Nee, keine Ahnung. Irgendwo nur. Ja, da ist ein Ritter. Also ein Ritterriese, meine ich. Das ist ein Kopfloser. Oh, das ist ein Geist. Okay. Das sind zwei. Im Englischen ist das Portal mit Precise of Anticipation beschriftet. Ich glaube, das Wort wird Precipice ausgesprochen. Das ist ja noch so einer. Ah, geht's nicht weiter. Wieder hier verreckt ist. Alles klar. Okay. Ich habe ja zwei. Beziehungsweise drei. Was? Magischer Schwertschlüssel. Oh. So ein super duper extra Ding, okay. Steinschwertschlüssel und ein magischer Schwertschlüssel. Okay. Ah, das ist noch so ein Portal. Ach so. Ah. Habe ich nicht, okay. Interessant, dass die vier Portale sind. Okay. Hm.
magischer Schwertschlüssel. Heiße Schlüssel. Aha. Jetzt muss ich das richtige Portal finden, oder was? Okay. Entsiegelt ein Entsendungstor und zerfällt danach. Okay. Denn wenn man von oben guckt. Das hier? Spitze der Erwartung. Das hier, oder? Ich merke gerade, ich sollte meinen Spielstand speichern, weil ich ja gerade online bin. Alles klar. Boah, Alter! Ist nicht veräppeln? Boah, hab ich mich erschrocken. Du, echt jetzt? Du willst mich doch veräppeln. Junge, boah, ich wollte die Schmetterlinge nehmen. Ja, müssen die mich so trollen? Alter. Ich wollte doch nur die Schmetterlinge. Ich merke gerade, ich nehme ja immer noch auf. Oh, gut. Okay, ich wurde. Die Schmetterlinge, das sind Killer. Die waren ein Köder oder so. Ein Köder, gut gedeutscht, meine Güte, was ist los mit mir? Und meiner Aussprache. Wenn die Burg jetzt noch einstürzt, ne? Ey.
Dutzende Schmetterlinge. Dankeschön. Mann. Wäre man dort weggekommen, wenn man den Boss besiegt hätte? So. Vorsicht vorher. Gut, also folgendes. Das PvP, die PvP-Aufnahme mache ich mal aus. Gut. Genießt derweil meinen Stepptanz oder was auch immer das ist. Nice. Oh, zurück zu Elden Ring. Gut, das ist der Boss. Ich weiß nicht, ich glaube, den Speer nehme ich nicht gegen ihn, oder? Nee, Maus, hallo? Hör auf, er bringt dich Anfälle zu haben, oder? Hallo? Nee, meine Maus, gib ab. Was ist los mit meiner Maus? Meine Güte, hallo? Warum flackerst du? Ach, egal. So. Den Speer nehme ich. Oder nehme ich ihn? Ach komm, wir probieren es mal mit dem Speer. Are you ready? Ich glaube ja. So sieht man sich wieder. Au. Okay, das lief nicht so gut. Thank you.
fast nicht nur für eine Reichweite gemacht. Okay, okay, richtig ab. Und das Schwert ist nicht so gut. Ich nehme einen Zweihänder. Soll ich ihn mit meinem Morgenstern verkloppen? Ach komm, ich probier mal. Ja, warum nicht? Und ein Schild. Gut.
dann Runde 2. Vielleicht mal die Kleidung. Genau. Damit du mich auch ja wiedererkennst. So. Willkommen zurück. Funktioniert jetzt gut. Aber wie?
so. Ja, aber geht das mit dem Schild? Mit dem Flüchtenschild? Ich meine, bringt es was, seine Schildhaltung zu brechen? Nein. Alles, was die Köder. Nein, da kriegst du. Indem du seine Brechung brichst. Ach so, wow. Helfer, Mann. Indem du seine Brechung brichst. What? Okay. Erst offen für einen Angriff. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Und ich versuche, wie gut klappt das Parieren? Was ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ob man ihn parieren kann. Was macht das hier? Macht das. Hä? Helfen von antiken Kriegern des Erdenbaums. Hebt den Schild und erfüllt euch selbst mit goldener Macht. So werdet ihr kurz unbesiegbar. Okay, für eine Sekunde oder was? Ich mach das mal lieber weg. Probier mal das Parieren.
voll. Ich war was anderes.
das wollte ich nicht. Ich habe zweimal Leben bekommen. Okay. Was ist denn interessant? Ich gebe zweimal Leben zurück. Muss nicht sein. Ja gut, von dem. Ja gut, Jenny kann ja auch Margret sein oder wie der hieß. Auf jeden Fall klingt das wie eine Tochter.
Ich sollte dich weniger abwarten und mehr angreifen, aber mit einer anderen Waffe. Ich könnte ja mal die Claymore wieder probieren. Und wenn nicht, nehme ich die Blutklinge. So. Was wollte ich gerade machen? Warum wollte ich Sturmwind rufen?
6 Stunden schon? Oh, ja. Ja. Was könnte ich machen? Was könnte ich machen? Warum will ich dumpf in dem rufen? Das ist schon ein Reflex geworden. Oh, nice. Meine. Zwei Hände probieren. Nur mal so just for fun. Mit dem Rundumhieb-Feger. Thank you.
Nein. Push-Schwerter waren am besten. Das Auge probieren. Soll ich die rasende Flamme probieren? Das war wirklich gut geklappt. Oder just for fun, der Knüppel.
paar Stunden sind dran. Warum mache ich das? Thank you.
Das kann er also auch, okay? Taken. Blood for blood. GG's. So, das war die Aufnahme. Hab schon wieder vergessen, wie der hieß. Oder die. Ja. Dann Aufnahme zum Juxen. Yay. So, dann schauen wir uns mal an, was wir da bekommen haben. Ja. Ornamentales Schwert. Oh, sogar ein gerades Schwert. Okay, goldene Härte, aha. Ein schlankes, gerades Schwert nach dem Vorbild einer uralten Dekoration. Wahre Meister führen in jeder Hand eines dieser Schwerter. Der Griff sieht sehr ungemütlich aus dem Halten. Nach ihrem Sündenfall suchten die Letzten des goldenen Stammbaums in der Vergangenheit nach neuer Macht und einer Aufgabe. Einzigartiges Talent goldener Härte kreuzt die zwei Schwerter. Oh, kreuzt die zwei Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken. Ist dieser Effekt aktiv, werden starke Angriffe als Kombo mit zwei Waffen ausgeführt. Oh. Okay. Hier. Boah, goldener Bestienschild, kein Talent. Ah, ja. Ein Schild aus wattem Gold mit eingravierten Bestienwappen. Boah, Gold. Boah, Alter. Er ist leichter als die meisten Großschilde und daher auch einfacher zu führen. Die dargestellte Bestie ist sehr rosch. Der greise Berater, der den goldenen Stammbaum anführt. Aha. Okay. Wie viel wiegen die? 3,0, das sind zwei Schwerter? Oh wow. Das könnte lustig werden, so zwei Lichtklingen rumzurennen. Ha! Bum, 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 bum.
Ich glaube, damit laufe ich ein bisschen herum, wenn das in Ordnung ist. So, wie viel Runen habe ich? 4000, naja, okay. Und wie lange hält das? Ich hoffe lange. Mindestens, sagen wir mal, 3 Minuten, hoffentlich. Oh, nice. Willkommen zurück. Ja. Boah, Monats ist es herzlich, dass es immer hier war. Wow. Und das war's. Okay, vielleicht eine Minute 20. Ah ja, wo ist sie? Meine Güte, voll die Nostalgie. Ich fühle mich, als wäre das hier mein Zuhause. Ja, wo immer ich überhaupt ursprünglich hierher gekommen bin. Oh, das ist neu. Okay, die Tür war vorhin aber nicht da, glaube ich. Der Sturmfalkenkönig. Okay. Das ist eine Geisterasche. Nein, was ist das? Die Asche eines Falken, der keinem Ruf folgt. Die Asche eines Falken, der als Herrscher verehrt wurde, als die Winde von Sturmsteier noch stärker wehten als alle anderen. Dieser uralte Monarch ist ungemein stolz und lässt sich von niemandem rufen. Warum habe ich den dann überhaupt bekommen? Vielleicht weiß jemand beim runden Tisch etwas darüber. König von Sturmsteier vor langer Zeit, als der wahre Sturm wütete, treue Dienste leistete. Seine Schreie ermutigten seine Gefährten im Kampf und die stürmischen Winde, die ihn umgeben, zerfetzten seine Feinde. Gefällt mir. Könnte ich mir hinten machen. So. Wölfe, Falken, ich habe hier voll den Zoo. Gut, war es das hier oben? Interessant, dass die Tür wieder offen ist. Jetzt der Moment, worauf wir alle gewartet haben. Na ja, hat sich nichts verändert. Ich weiß noch ganz genau. Uran weiß der Eldenring oder so und die Nachricht hatte 9000 noch was. Ups. Daumen hoch. Mag der Pfad auch zerschmettert und beseitigt den Thron des besteigt den Thron des Eldenfürsten. Hallo. Stoff mit dem Blut der Jungfrau trinken. Ja, so, okay. Ich hätte den weißen Laden lesen sollen. Hält mir gerade auf. Apropos, wo ist er überhaupt? Wo ist der Laden? Wo
Wo sehe ich, dass ich den Haken... Ach ja, Helm, ich bin... Blind. Die Testprüfung ist abgeschlossen. Korrifäe Morg wird euch nun gewiss als eine Ritter annehmen, die das Fundament für seine Dynastie legen werden. Ich mache das nur wegen dem Content. Ich habe nicht vor, wirklich für dich irgendwas zu machen. So. Zurück zur Paree, wie der heißt. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Na gut, mal gucken, was macht. Wie, ob du gibst mir Aids oder so. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Was hast du gemacht? Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Junge, ich hab seine Schwerter. Komm mir nicht blöd vor, danke schön. Oh, another thing. You should have this. Medaille des Rheinblutritters? A medal granted by the new Moguin dynasty, with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Woher weißt du, dass er, dass das Jungfernblut ist? Oh, das war kein Talisman, okay. Wo ist jetzt das Medaillon? Die Medaille meine ich. Wo ist du? Ja. Eines Tages wird durch eine Audienz beim Moog gewährt. Der Beweis, dass der Träger eine ruhmreiche Ritter der neuen Moog-Dynastie ist, die der Fürst des Blutes einläuten wird. Benutzt dies, um eine Audienz beim Moog zu erhalten, aber nicht hier und nicht heute. Der Moog schlummert noch immer neben dem Göttlichen. Habt Geduld, die neue Dynastie ist nicht mehr fern. Verbrauchsgüter. Achso, Werkzeuge, ja, gut. Gut. Ist
der Typ eigentlich wieder da? Ah, so viele schöne Rosen. Kannst du benutzen? Jetzt? Wie das jetzt? Was passiert dann? Und er ist weg. Okay. Geht nicht. Doch. Oh. Und Palast der Ortex. Ah! Hier sind wir also. Wow, beste Teil in den Rundbohr. Okay. Voll cool. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay. Ich hätte gerne erstmal eine Granate oder so. Ich weiß nicht. Ah. Ach, du machst das. Ah. Cool. Okay. Alles klar. Oha. Okay. Also gut, erstmal Gnadenfurz und dann links. Ah, na also, danke schön. Und dann gehe ich zum Adligen mit einem Schloss da, das ich befreit habe. Oh. Okay. Interessantes Skelett. Also neue Boss, das ist immer sehr interessant, okay. Wo hier? Jo. Festung Hate. Bye-bye. Achso, gehst du schon schlafen? Ich wollte hier noch Ritter geschlagen werden. Kannst noch schnell mit ansehen, wenn du willst. Ich meine ja nur. Meine gut, dann kann ich den Stream ja auch beenden. Nee.
alle immer noch feindlich? Okay, das mit X, das war wohl nix. Nein! Oh, meine Güte, wie stelle ich mich das? Achso. Okay, das war gut ausgewichen, würde ich mal sagen. Meine Güte, das ist ja wie Ratatatata. Wow, hilft mir. Hat mich da ein Sitz selber zu. Ah, gut. Ja, gut. Das waren die. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und Vorschläge, falls also ja, Vorschläge bezüglich was ich mir für einen Helm für Eldenring zulegen soll und bezüglich I must begin my search post haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Ein bisschen Viewer Interaction. I must begin my search for a true. Und nächstes Mal dann wieder Elden Ring oder mal ein anderes Spiel zur Abwechslung? Anderes Spiel. You appear to be doing well. Ah, nein, vielleicht nächstes Mal am Freitag. May the golden. Ja, nein, vielleicht, wer weiß. Spiele noch, unter anderem Papers, Please, Domina. Ich könnte auch Looter Kings installieren. Vielleicht mache ich auch einfach mal eine Umfrage auf Twitter, welches Spiel wir am Freitag das nächste Mal spielen. Ich glaube, die Auswahl zwischen vier Spielen dürfte ja wohl groß genug sein, oder? Und dann noch würde ich wissen, was ihr mir für Helmvorschläge geben würdet, was ich tragen soll. Fürs Zuschauen an alle, die dann sonst noch da sind. Ich glaube, ich mache dann auch Schluss für heute, weil ich will es ja auch nicht übertreiben. Weil, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Dunkle Schmiedestern, oh nein. Ups.
Das war jetzt nicht so gut. Verflixt. Oh nein. Oder? Hä, wieso habe ich den gerade verwendet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und mal gucken, was es am Freitag gibt.